Ja, herzlich willkommen wieder mal zu einer weiteren Folge. Ja, ihr habt schon richtig gehört, eine weitere Folge. Und ja, ich lege natürlich gleich mal richtig los. Und zwar mache ich ein bisschen Radar. Ich gucke mal zuerst auf Map Tro 4. Und ja, ich habe jetzt wieder mich entschieden, in die Gulette jetzt mal vorerst umzubauen, weil mich das andere einfach nur ankotzt. Mich kotzt das andere einfach nur gerade derzeit an. Weil mit Aegis kann ich nicht spielen. Ich mag lieber hier mit einem Schiff spielen, wo ich Schaden raus hau und alles mit One-Shot zerstöre. Ich habe fast keine Raketen mehr. 161 gelbe Raketen mehr. Müssen wir sparen. Muss ich wieder auf die nächste MHH warten und die nachkaufen. So. Ja, eigentlich habe ich heute nur vor, Köpfe wieder ein bisschen mit Golet jagen zu gehen. Ich habe mal, bevor ich überhaupt mal wieder mich eingeloggt habe, ein bisschen auf die Rangpunkte geguckt. Es steigt schon wieder ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob schon wieder ein paar Spieler AFK sind da vom allgemeinen Spielen. Keine Ahnung. Ich bin trotzdem noch für Munitionsverballern zu haben. Ja, gucke ich doch mal. Es ist ja nicht viel los auf der Map gerade. Events, gerade nicht. Trainingsarena. Jetzt mache ich eine Trainingsarena-Runde. Jetzt wieder mit meiner guten Goalie. Was ist denn hier? Was bist denn du? Ein Winuse. Was machst denn du auf Map 3-3? Nicht viel, gell? Nicht viel. Oh, ein Simon. Hallöchen. Achso, ich habe EMP. Ich habe mich gerade verdrückt. Oh, ein Gegner hätte sich gefunden. Ein Gegner hat sich gefunden. Oh. Einer mit einem russischen Namen. Ob der auch so russisch ist, das weiß ich ja nicht. Machen wir mal die gute alte ich sub in weg taktik weil die gelbe Raketen möchte ich jetzt nicht wirklich verschwenden für den Typen. So, na komm her. Komm her! Den machen wir jetzt kaputt. Jetzt zerstören wir ihn. Ich fange natürlich mit der Damage-Konf an. Die Konfis habe ich mal wieder ein bisschen eigen gebaut. Sie sind auf jeden Fall beide mit Herkulessen-Designen ausgestattet. Beide Konfigurationen. Boon. Naja, ich meine, kommt. Seht ihr, wie schnell der Aegis runtergeht? Da der Aegis keine Chance. Absolut nicht. Wie sollten deine Aegis eine Chance haben? Der ist weg wie nix. Das war nicht einmal. Ja, es waren 15 Sekunden. 15 Sekunden hat er gehabt. Noch ein bisschen und der ist dann auch schon weg. Ist eigentlich Saison? Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe es gerade gar nicht gelesen. Glaub nicht. Was ist mit dem Booster los? Alle die wichtigsten laufen. Was ist mit Chat? Was ist mit Freunden? Oh, ist gerade keiner da. Naja. Und das war Lock. Der Chat ist auch gerade weg. Der Chat ist weg. Ach, dann bringen wir das noch schnell hinter uns. Machen wir nur mit Weiß. Er will sowieso schon sterben. Brauche ich gar nicht meine Sub-Raketenwege für den hergeben. Bam. Runde gewonnen. Schnelle Runde. Gemeistert. Restzeit 18 Tage. Die nächste Saison hat somit eigentlich begonnen. Und da gibt es mal wieder ein paar schöne Leonovs zu zerstören. Und das auch noch rechtzeitig. Oh, Fight. Oh, okay. Gegner wieder weg. Gegner wieder weg. Warum? Keine Ahnung. Warum ist Gegner wieder weg? Gegner ist weg. Warum? Oh, Gegner ist da. Boah, das sind die Namen sehr lang. Unsere Namen sind vor allem sehr lang. Ein Sternchen. Hallöchen. Ich mach mal mit Damage-Konfi fange ich an. Ich fange jetzt mit der Damage-Konfiguration an und dann werde ich dir mal so richtig zeigen, wo der Haken hängt. Und zwar hängt er im Schrank, der Haken. Ja, die schlechten Witze können wir es auch wieder lassen, ja. Ne, ich lasse die schlechten Witze mal wieder super raus. Puh, 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 puh. Na komm, schon her. Auf jeden Fall, ihr werdet mir nicht glauben, was heute alles so passiert ist. Ja, und zwar, Andreas, lasst sich jetzt von mir, das ist Mr. Showtime, lasst sich jetzt ja von mir den PC machen. Und dort habe ich dir endlich mal die Teile erholen können. Und jetzt muss ich den dann, den ich zusammenschrauben. Wow, der ist aber, puh. Ja, wie gesagt, den muss ich jetzt dann zusammenschrauben, das kann was werden.
Und ja, es ist auf jeden Fall einiges besser, die Einzelteile zu nehmen und zusammenzubauen, als wir haben irgendwo zu kaufen, weil da ist meistens die lebenslängliche Garantie nicht so wirklich da. Und wenn man sich aus Einzelteile baut, kann man ein bisschen was sparen und das wieder Teile investieren für dasselbe Geld und dann erhält das doch etwas länger als sonst. Oder die meisten Leute, die schmeißen dann vielleicht ihren PC sogar weg, obwohl vielleicht nur ein kleines Teil drin ist. Da höre ich auch ständig irgendwas, dass Leute ihre Sachen wegschmeißen. Ich glaube, meine andere Konfi ist jetzt nicht geladen. Dass Leute ihre Fernseher oder sonst was wegschmeißen, nur weil im Fernseher vielleicht ein ganz kleines Teilchen kaputt ist. Ich glaube, der hat zwei Standkonfis ist der Typ. Das ist unfair, meine zweite Konfi ist nicht geladen. Meine zweite Konfi war wieder nicht geladen. Und der hat zwei Standkonfis. Nur, dass er gewinnt, der Sack. Nur, dass der Sack hier in der Arena gewinnt, hat er zwei Standkonfis. Deine Siegerrunde, Rang 78. Komm, ich möchte jetzt aufsteigen mit dem Rang. Wirklich ein Sack, sag ich euch. Habe ich schon was? Ich habe sogar was gefunden. Na, Lewand. Und ja, jetzt befasse ich mich dann halt wahrscheinlich die nächsten Tage mit Andreas seinem PC, weil er hat derzeit keinen. Und sobald ich den dann gemacht habe, ja, dann wird er wieder hoffentlich bei uns mitmachen. Hoffentlich. Oh, ein fetter Brocken ist am Start, Leute. Ein fetter Brocken. Mann, der dicke Brocken ist am Start, oder was? Oder wie sehe ich das, dass der dicke Brocken am Start ist? Mensch, 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 der kriegt jetzt mal auf die Schnauze. Und jetzt verlieren wir, weil der auch so eine fette Stand kommt. Den muss ich sappen. Puh, der sappt mich gleich zu Tode. Da brauche ich Sub. Mann, der macht mich echt kalt, Alter. Das gibt's ja nicht. Der hat auch ein paar. Was ist mit meiner. Ist da irgendwas mit meiner Speedconfi los oder warum ist sie so schnell down? Oder. 300.000 Schild, Moment mal. Da stimmt ja was. Naja, 25%. Okay, da erklärt sich schon was. Gut, andere Taktik. Laufen. Full Damage drauf muss da jetzt. Da muss ich jetzt draufklatschen, was geht. Den muss ich jetzt mit Falter wegklatschen. Der hat mir zu viel Schild. Der hat mir zu viel Schild. Der hat mir zu viel Schild, den muss ich mit Falter wegklatschen. Bisschen auf Flüchten, er ist eh langsam. Der Brocken, der ist langsam. Der Brocken, der. Das gibt es ja nicht, Alter, was hat denn. Was? Denn seine Pet? Was hat denn der jetzt schon wieder gehabt? Erstens, der muss ja auch wieder Standkonfis gehabt haben, ey. Da war die ganze Zeit langsam. Warum sind alle langsam? Jetzt mache ich auch gleich Standkonfis rein, wenn das so weitergeht. Mensch, regt mich das auf. Ich will auch Standkonfis haben. Ich glaube, meine Konfi ist falsch, vor allem die erste. Leute, das Problem ist gelöst. Warum so wenig Schild vorhanden ist? Ich habe kein Sepro mehr auf dem Schild gehabt. Das Problem ist gelöst. Naja, mit 700.000. Naja, kommt, das macht jetzt aber schon mehr aus. Darum. So, wo bist du? Ja, und jetzt kommt so ein Noob. Naja, okay, Noob. Er hat eine gute Ausrüstung. Aber trotzdem, das darf es jetzt aber nicht sein, oder? Da habe ich. Ach, voll verkackt, nur weil ich bei dem zu wenig Schild gehabt habe, weil kein Sepro mehr auf mein Schild war. Aber ich habe ihn fast kaputt gekriegt mit keinem Sepro auf dem Schild. Ja, die Taktik war ja nicht schlecht
weil er zu viel Schild hat, dann gehe ich halt nur auf die Hitpoints mit Falter. Bei mir haben halt ordentlich das Schild gefehlt. Ja, und das Premium. Und der 25% Schildbooster. Mhm. Dann habe ich einen Damage Booster schon 20, okay, dann kann ich nichts sagen. Aber ja, sonst wäre das ja noch bitterer gewesen. Ich bemühe mich ja jedes Mal. Und irgendwie muss ich hier gleich das Fenster aufmachen, weil es ist schon wieder so heiß. In letzter Zeit, da will mich ja die Sonne verarschen. Einfach viel zu heiß. Bam, tot. Er ist weg. Er ist kaputt. Kaputt. Kommt da dann auch mal... Ah, Juwin, danke. Danke, danke, danke. Herzlichen Dank. So, gleich nochmal. Dieses Mal habe ich Seprum auf meinen Schildern. Ich suche mal weiter ein paar Spieler. Wenn hier Gegner suchen tut. Puh, er hat sogar gefunden. Es geht schnell heute. Ich will diese Sau unbedingt gewinnen. Ja, dann bekomme ich vielleicht ein bisschen Uri. Oh, achso, jetzt habe ich gedacht, er hat schon wieder selben Bild. So, den mache ich kaputt. Das kann ich gleich sagen. Ohne zweite Leiste ist das eigentlich ziemlich kacke. Aber es stört mich eigentlich recht wenig, dass ich keine zweite Leiste habe. Den hole ich mal jetzt noch. Den hole ich mal jetzt noch. Ich hoffe, ich brauche diesmal keine Sondermunition für den. Das war jetzt ein Fehler. Oh. Naja, gut, einmal Smart Bombe geht. Ah, Sondermunition geht, ja. Aber ich mache den eigentlich ziemlich mit der einen Konfi kaputt. Jetzt wechseln wir mal auf die Speed Konfi. Jetzt machen wir den Rest. Der hat eh nichts mehr in beiden Konfis. Aber eigentlich ist er geschafft für diese Runden. Ganz easy. Ich wollte eigentlich versuchen, keine Insta einzusetzen, aber ja. Wollte ich ein bisschen sparen. Na gut, na gut, na gut. Dann geht's mal wieder weiter, da oben. Ist er nochmal. Beide Konfis sind aufgeladen, wie man sieht. Sollte ein leichtes Spielchen für uns werden, sage ich jetzt mal. Ein leichtes Spielchen für dich und mich. Guck mal einfach, dass wir den einfach down bekommen. Dann ist das eigentlich ein leichter Klack. So, die Pet will ich nicht. Er lässt sich sogar eigentlich sterben. Danke für diesen Sieg. Ich habe gehört, man bekommt recht viel Uridium, wenn man gewinnt. Also durch dieses, was da schon wieder ist mit diesem Event... Ah ja, ich bin ja kein Premium, Alter. Ich zahle überhaupt pro Kamikaze Uridium. Fuck. Jetzt weiß ich. Okay. Sollte ich vielleicht sparen? Jetzt fällt es mir ein, ja? Man zahlt ja Uridium für Pet reparieren, oder? Komm her mal, komm raus mal, Pet. Und jetzt? 350 Uridium pro Servus. Naja, okay. Wie viel habe ich denn schon verschwendet? Wahrscheinlich eh noch nicht so viel. Und dann spiele ich halt ohne Pet. Spare ich das Uridium auch noch. Mein schönes Uri geht ja sonst weg. Komm schon, nächster Gegner. Ich bin schon Ranking 63, habe ich gesehen. Ich will noch weiter rauf. Weiter rauf im Ranking. Komm schon, such meinen Gegner. Also such nicht, warte auf den Gegner. 8, 7, 6. Na, da ist er. Da ist er. Oh, jetzt war ich gerade außerhalb. Wie schaut er aus? Wie schaut er aus? Oh, er flüchtet rauf. Okay, wenn er rauf flüchtet, dann flüchtet er halt eine Runde rauf. Dann drehe ich noch ein paar Runden hier im Kreis. Im Kreis, da drehe ich ein paar tolle Runden. Komm schon! Oh.
Das ist unfair. Ja, ist klar. Ich soll reinfliegen oder was? Verliert er eigentlich? Er nimmt eigentlich neben gerade mehr Schaden als er. Nö, wir nehmen eigentlich beide recht gut gleich Schaden. Er macht dafür noch mit seiner Pet den Damage. Nein, die Speed-Conf ist wieder nicht aufgeladen. Was sind das wieder für... Super, und da soll ich jetzt gewinnen, oder was? Jedes Mal dasselbe. Jedes Mal dasselbe, ey, die Confis. Ja, mach mich, komm. Mach mich schnell kaputt, dass ich wenigstens die zweite Runde mit vollen Confis kämpfen kann. Ey, das... Boah. Diese Arena macht mich wahnsinnig. Boah, jetzt kämpfe ich mit Bats, sonst geht das nicht. Das macht mich wahnsinnig, wenn da einfach was nicht passt. Mann, die Confis nicht aufgeladen sind. Boah, jetzt brauche ich wieder so viele Runden. Jetzt muss ich noch eine Runde was verschwenden. Eine Runde umsonst. So. Jetzt zeige ich dann mal, wie man fightet, ja? Kollege. Na komm her. Komm her. Das war ein Fehler. Ich habe mich um eins verdrückt. Jetzt zeige ich aber trotzdem, wie man fightet, ja? Also ich hoffe, ich kann ihm zeigen, wie man fightet. Oder wird... Nein, er hat irgendwie... Okay, es geht einfach nicht. Mit einer Leiste ist das kacke. Ich will da auch noch meine Raketen hier. Ich will da und da PLD-Rakete. Das wird so nix. Ich hole mir jetzt Premium. Sonst ist mein Uridium auch bald weg. Auf jeden Fall danke wieder fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich Premium habe. Okay, also reingehauen.